Weil wir nämlich jetzt 11 Kanister. Wie man nicht sein kann. Genau, das habe ich mir da. Das geht ja so nicht. Na, Trefferbrot ist aber auch heute mal besser gewesen. Ecke, ich habe bloß geguckt, ob das fest ist. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die mit mir in den Kabin in der Undead Legacy Mod und Benzin. Können wir machen. Ha, schöne Ding, aber warum geht nicht? Moment mal. Ach so. Klee, Moment, es geht gleich los. Ich brauche noch ein bisschen Holz. Obwohl. Nicht kleckern, klotzen. Dann machen wir mal gleich ein bisschen. Falscher Tisch. ist das schön. Aber Moment mal, ich habe doch jetzt die Fässer. Die steckt. Steckt der die? Wenn nicht, dann wäre das sau ungünstig. Weil da wären nämlich jetzt 11 Kanister. Jeder Minister ein Kanister. Nee, genau das habe ich mir gedacht. Das habe ich mir gedacht. Scheißendreck. Naja, gut. Ich muss die jetzt erstmal umdisponieren. Dankeschön. Ich konnte mich nicht mehr daran erinnern. Hallo? Und dann muss ich sagen, dass wir das quasi erstmal umfüllen. Und sag mal, wie viele waren das? 200 oder so, wa? Haben so ungefähr gepasst. Da werde ich wohl. Wo habe ich denn noch einen Kanister? Im Camp. In Camp ist ja auch noch einer. Da müssen wir hin. Gut, aber erstmal hier. Alter, dann kann ich endlich wieder durch die Gegend rasen. Ich bin jetzt gerade im Überlegen. Genau. Ob wir uns Uschi bauen. Wird langsam Zeit. Also für Uschi wird langsam Zeit. Die anderen hin. Das passt schon. Na komm. Einer geht noch. Einer geht noch rein. Hey, einer. Genau, fahr ich doch. Gut, dann würde ich mal. Ich geh gleich nochmal los. Ich gehe gleich nochmal los. Dann holen wir uns den anderen Kanister noch. Fässer, mein Ding. Müsste neu gewesen sein. Es war auf keinen Fall Wasser oder so. Gut. Also, der Kabin braucht mehr Platz für sein Benzin. Wir müssen uns mal darum kümmern, wa? Ich bin der Meinung, dass hinten noch eins Ideen hat. Oh, ich muss mal langsam was snacken. Eckschneckenbaum müsste ich da mal was hier so. Eigentlich wollte ich ja hier so noch mal kurz durchwischen, aber war so erfreut. Ihr könnt auch Munition herstellen. Wir brauchen bloß noch Blei. Das würde ich gerne annehmen. Es ist vor Wasser. Ach nee, da ist es ja. Am Benzin. Hallo? Nehmen Sie das mit? Ich habe jetzt gerade gedacht, das ist beschädigt, aber das hat dann auch repariert. Nee, das Wasser alles. Achso, muss ich erstmal umfüllen. Das war nämlich auch mit, dann kann ich das. Wenn ich mal in geraumer Zeit irgendwann mal daran denken sollte, könnte ich denn Wasser auch aus dem Springbrunnen. Aus dem Brunnen. Ja doch, aus dem Brunnen. Ich habe jetzt gerade überlegt, dass der Brunnen ist. Ja, es ist ein Brunnen. So. Er ist leer. Sag mal. Müsste man nochmal schnell bei uns rangehen und schauen. Ich habe ja ein jetzt an Stuff da. Ich wollte eigentlich noch vorher was verkaufen, aber. Habe ich jetzt in
der ganzen Eile, also habe ich verdrängt. Und das ist auch schon fertig wieder. Mann, ich komme ja nicht so hinterher mit der Ölproduktion. Benzinproduktion, wollte ich gerade sagen. Mir wurde gesagt, dass es auch automatisch weiterpumpen tut. Gut, das macht auch Sinn, weil hier sind ja so viele Plätze. Das macht Sinn. Also, ich bräuchte es nicht. Also, bloß die Animation hört auf. Wurde mir gesagt. So. Hallo. Schließen Sie das Tor. So, jetzt müsste ich bloß noch wissen, aber... Na gut, die Frage ist jetzt, passt das da oben rum? Perfekt. Besser hätte doch ja nicht. Nice. Ja gut. 240 passen drin. Nein, war ja knapp dran. Alter, das werde ich stapeln. Und dann irgendwann mal kommt hier irgendeiner rein und dann macht er Puff. So. Achso, kann ich gleich hier oben rein. Ich bekomme Benzin. Angro. Wer ist dieser Angro? Ich kenne die nicht. Oh, ich will jetzt auch nicht weg. Ich mache jetzt das Fass voll. Dann schauen wir mal wegen Sachen zum Verkaufen. Würde ich mal sagen. Dann kicken wir mal, was wir für Uschi brauchen. Müsste eigentlich bloß ein Automotor sein und den müssten wir eigentlich haben. Und dann gehen wir unter. Nee, dann fahren wir dahin, weil wir haben ja eine Dingsquest angenommen. Und dann würde ich sagen, gehen wir unter Tage. Munition produzieren. Moment mal, ich muss ja eigentlich ein, zwei Schuss. Gucken wir mal da, was haben wir denn da? Achso, das ist Titanic, wollte gerade sagen. Da ist ja noch was. Da ist ja noch was. Was er. Was erlaube sich Strunz. Oder so. So. Was ist 10? Was ist das? Was ist das? Es ist nicht viel. Aber es ist. Alter, ich hab Schutzmunition. Oh, ein, zwei Stück hab ich. Ja, und schaut mal hier. Also, ich bin. Also. Ich täte ein, zwei Sachen haben. Die ich eigentlich loswerden wollen könnte. Moment mal, ich könnte eigentlich auch noch. Ich habe ja eigentlich noch ein bisschen Platz. Das sieht so containermäßig aus. Muss ich da irgendwas ausbauen? Ich baue das einfach erstmal. Staufläche kann man nie noch haben. Und das ist nicht gelogen. Das habt ihr ja gesehen. Also bei mir ist alles, was ich an Staufläche kriege, eine Güterstaufläche. Eine gute Staufläche. Achso, ich brauche ja Schrauben. Das war ja gewesen. Das ist ja. Ach, immer 5. Gut. 40 brauche ich. Echt passt. Bucket hat Luft. Keine Diskussion. So, was ist denn hier los? Eigentlich rein theoretisch hatte ich auch so gedrückt gehabt, dass er. Ich drück mal kurz hier weiter. Weil es dröhnt in meinen Ohren. Und ich müsste mal langsam nachschauen. Ich habe mir nämlich ein bisschen schlau gemacht, was aufnahmemäßig angeht. Nach 3 Jahren. Nee, nee, mit Kamera. Und zwar, man kann das ja auch nebeneinander. Das weiß ich ja. Also. Dass man eben halt die Herzzahl erhöhen tut. Nicht die Herzzahl, die Auflösung erhöhen tut. Dann kann man die Kameras nebeneinander setzen. Ne? Ich weiß bloß noch nicht, wie ich das denn zusammenschneiden tue. Wegen. Ich nutze ja DaVinci. Da muss ich noch mal gucken, wie ich das so verschieben kann. Na gut, wahrscheinlich wird es sich eh die nächste erledigt haben.
Weil wie gesagt, ich habe mir einen Greenscreen bestellt und muss ich mal schauen und... Ich muss noch mal schauen. Ich bin ja in einer Lernphase. So, 33 Sekunden. So, dann kann ich ja schon mal nachschauen, ob wir eventuell auch einen Automotor schon haben. Bei mir wurde gesagt, ich hätte den schon. Und da ich euch ja vertraue, wie nischt, den habe ich nicht nur einmal, den heißt. Ob ich mir den bauen kann? Weiß nicht. Wisst ihr was? Ich versuche es. So. Auto töff töff. Da ist ein Buggy. Aber ich will einen Jeep haben. Aber da ist ein Buggy. Ich glaube, da muss ich erst meinen Tisch upgraden. Kleinen Moment. Boah. Nee, kann ich da ja nicht upgraden. Wie krieg meine Uschi? Die muss ich so reparieren, wa? Moment, ich kann das ja auch nicht. Nee, hier kannst du das nicht. Und kannst du da? Nee, kannst du auch nicht. Das ist keine Uschi. Jetzt bin ich aber perplex. So, da ist er wieder. Ich musste was trinken. Aber ich habe vorgesorgt. Was ihr gesehen habt. Kann nämlich sehen, dass er doch rausgekippt wird. So, nö, ich will Uschi haben. Ich habe mich daran gewöhnt. Also. Da vorne stand doch eine. Aber ich glaube, ich brauche dazu The Repair. Sonst zählt es mir nicht möglich sein. Werde ich mir jetzt ein. Obwohl mir gesagt worden ist, ich brauche das nicht. Dass das auch so gehen würde. Da steht Uschi. Uschi. Ich mach dich wieder flott. Aber erstmal muss ich. Pilze. Da steht sie. Oh, du Heide. Oh, du Heide. Nein! So nah und doch so fern. Wie eine Fata Morgana. Ist ja mal richtig Mucht. Aber ich will doch Uschi. Da oben steht eine. Die ist doch, die sieht doch noch fast. Die ist doch tippitoppi, ist die doch. Ein bisschen Spucke hoch und dann ist es gut. Guck mal, die schwebt da so ja noch. Brennt ihn, er ist ein Hexer. Sieht doch noch Knorke aus. Ja, ist gut, dann baue ich mir ein Standard. Nee, ist ja kein Standardauto. Ist ein Krankenwagenkabin. Na, das ist ja mal doof. Und seit wir haben nicht da einen Rucksack. Der ist mir noch nie aufgefallen. Nun gut. Dann müssen wir wohl umdisponieren. Dann gibt es keine Uschi. Weil es gibt nur eine Uschi. Die Uschi. So, na gut, Nahrung machen ist ja kein Problem. Ich habe da Nudelholz da mit bei. Das sollte halt. Na, Schappi frisst das. Na gut. Dann würde ich sagen, schnappen wir uns mal das Zeug. Also erstmal gucken wir, was wir für Uschi brauchen. Für nicht Uschi. Und dann nehmen wir zum Händler. So, aber erstmal hier hol ich mal das raus. Genau, das ist jetzt fertig. Wie groß ist denn das da? Ist das nicht? Es sah aus wie ein Container. Der passt genau hier rein. Ja, leck mich doch. Es ist angemessen.
So, gut, also. Ich brauche jetzt wie Batterien. Du willst mich verarschen. Aber gut, das kann ich erstmal. Kann ich wenigstens. Chassis und so, ne? Also. Ja, für Buggy. Ich brauche eigentlich nur. Nee, kannst du nicht, weil du hast es nicht gelernt. Tolle Ding. Ist denn nie. Denn es ist mir egal. Wie gesagt, für Uschi gibt es keinen Ersatz. Dann bleibe ich bei Karre. Dann ist es so. Vielleicht später mal ein Buggy, aber jetzt. Nö. Einfach nö. Kann ja jeder. Gut, das heißt aber auch, ich darf die nächsten Batterien nicht einschmelzen. Ohne Shit aber auch. Exaktiere. Nee, Moment mal, das kann ich doch verkaufen. Ich würde sagen, alles was blau ist, ist okay. Der Rest, weg damit. Weg damit. Und Waffen werde ich jetzt auch aussortieren. Das kann ja nie so an weg durch zu von jenen. Das muss ja mal hier so. Und wer weiß, vielleicht kriegt er irgendwas Schnicket dafür. Oh, das kann doch alles hier weg. Das ist doch alles Muchtes, das. Das kann bleiben. Das kommt dann später in die Kiste drin. Davon brauche ich auch plus eins. Das kann auch weg. Nee, krieg nicht. Ich habe gerade so überlegt, krieg dafür, aber nee, guck mal nicht. Und wenn, dann ist mir jetzt auch egal. Es ist mir völlig egal. Und die beide. So. Die haben keinen Wert, also brauche ich die nicht mitnehmen. Ich. Sag mal, wie viele kann ich denn noch schleppen? Kann ich überhaupt noch was schleppen? Ja, was schleppt denn der jetzt wieder an? Alles. Alles, was ich zu Cash machen kann. Aber die. Was habe ich denn nun schon mal gemacht? Ich habe den Bogen repariert, ich Idiot. Ich habe den Bogen. Den habe ich. Nee, doch, da ist er doch. Hä? Bleibt hier. Auch so, ne? Also. Ja, die habe ich doch auch schon im Blau gehabt. Ich lasse die nochmal drinne. Weil ich mir nicht so 100% sicher bin. Das taktische Sturmgewehr. Und das lasse ich hier, das kann ich zerschroten. Moment mal. Stahlwerkzeug sollte ich doch eigentlich erstmal hier lassen, ne? Der sagt, oh, boah. Das Eisen. Ich glaube, ich habe schon wieder Besuch. Das kann ich verkaufen. Kann weg. Das sieht doch gleich viel leerer aus. Hätte ich mal mehr machen sollen. Das haben wir dir die ganze Zeit schon gesagt. So, was habe ich denn hier noch drin? Oh. Aber das ist unsere einzige Jute. Sag ich doch, ich habe die neue Blau. Ich glaube, da poltert's. Oh, ich wollte jetzt gerade sagen, ich kann ja nicht mehr weiterlaufen. Was ist denn da noch? Der nächste. Da hat drei Leute bei mir zu Hause. Kündigt uneingeladen. Frech finde ich das. Das finde ich schon ein wenig frech. Das geht ja so nicht. Na, Trefferquote ist aber auch heute mal besser gewesen. Die hat einen Kopf verloren. Aber auch. Gut, dann würde ich mal sagen, wir versuchen das alles. Oder was heißt versuchen? Wir werden das alles zu Cash machen. Jo. Und da ja Uschi wegfällt und das Auto kann ich nie bauen. Nee. Ich werde jetzt nicht bohren. Ich werde jetzt zum Händler. Die nächsten einschalten.
Aber erstmal müssen wir den Stuff loswerden. Stuff. Staftet oder staftet nicht? Ich gebe mein Bestes. Ich versuche, ich staftet. Ich weiß, dass ich das staffe. Vollbremsung! Mit Rücktritt. So! Geh erstmal zu Kotterschnauze. Is there something you need? Nee, jetzt, oder? Ich hab das letzte Mal vergessen, oder? M16. Ich meine, M16. Aber das wird ja eine graue sein, ne? Na gut. Open? Hey, ist eine graue, hab ich doch gesagt. Gleich mal verkaufen. Nein, nicht behalten. Verkaufen, hab ich doch gesagt, Mensch. So. Hast du denn Munition? Nee. Ach, scheiße, jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich nicht dieselben Waffen kaufe. Aber ich sehe, er hat keine Munition. Hat er denn was auf der Hinterhand? Ja, Standardschutze. Oh. Oh, kostet ja auch bloß 50.000. Was habe ich denn? 12.000. Na, tolle Ding. Tolle Ding. Oh, ein Hammer. Ist ja der Hammer. Kostet auch bloß 100. Ich glaube, mir wird schlecht. Ja, siehst du, ihm auch. Aber sonst hat er nichts. Na, dann die Karosserieteile. Aber ich glaube, kannst du mir ja denn trotzdem nicht bauen, weil ich kann das nicht. Mal kicken, vielleicht hat er ja noch was. Hast du ein besseres Angebot? Dein Kumpel da drinnen, das ist nicht so. Sag mal, hat die. Ich glaube, das habe ich noch nicht. Kostet auch bloß 12.000. Das sind aber ganz schön gehobene Preise. Take care. Ja. Wahrscheinlich erstmal nicht. Geh lieber zum nächsten Händler. Gut. Kann ja wirklich sein, dass der nächste Händler. Vor allen Dingen, ich hoffe, dass es diesmal wirklich ein anderer ist. Und nicht schon wieder derselbe Händler. Dass der eventuell was für uns hat. Trautet heim. Glück allein. Achso. Zu schnell gedreht. Wir bräuchten die Saatzeug. Also, da müsste ich eigentlich rein theoretisch auch mal langsam mal was drin schmeißen. Die leben gerade von Kannibalismus. Kannibalismus. Nun gut. Dann nehmen wir uns mal die Karre. The Cash lasse ich mal. Das ist ja jetzt auch schon fertig, wa? Ja, auch schon runtergebrannt, du Hannes. Da. Da täten wir es haben. Hm? 200. Ah, supi. Ob ich jetzt nochmal warten oder riskieren wir das? Wir riskieren das. Was soll passieren? Es wird ja nicht hier, keine Ahnung. Schlimmste, was passieren kann, dass es in zerstört oder sowas ist. Aber da würde ich sagen. Shit happens. Ich bin bewaffnet. Bin gefährlich. Und ich kann mich auch zusammenrollen. Soll ich mich auch zusammenrollen? Also kommen Sie mal bitte mit. Die werden heute noch gebraucht. Na denn, seid ihr bereit?
Warum habe ich jetzt schon wieder Avenger-Musik hier drin? Das hört sich fast danach an, wa? Bevor es Villa-Mecker gibt. Aber wir haben es wirklich gleich geschafft. Wir sind gleich unterwegs. So, und das jetzt hoch weg. Das weg. Da. Oh, die Kohle? Wo ist denn die Kohle hin? Habe ich denn jetzt schon wieder mit der Kohle gemacht? Ah, da ist er ja. Ah, ich sollte vielleicht noch mal ein bisschen mehr mitnehmen. Vielleicht hat er ja Uschi. Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen was ansparen. Wenn der wirklich Uschi haben sollte oder so. Die wird er uns nicht so leicht überlassen. Er ist ja noch halb voll. Na denn, ich würde mal sagen, bis gleich. Ja, du mich auch. Vier Kilometer in diese Richtung. Muss ich ja den Berg umfahren. Sag jetzt nicht, dass das im zerstörten Biom ist. Tu das nicht. Willkommen in der alten Staffel. Ich wusste es. Tja, Leute, da sind wir wieder. Ich hätte den Teufel nicht an der Wand malen sollen. Es ist im zerstörten Biom. Es ist nachts. Und es kommt mir sehr, sehr bekannt vor. Das ist nämlich aus der Staffel davor. Das ist derselbe Weg, den ich gerade gefahren bin. Das ist mir gerade so aufgefallen. Moment mal, den Weg kennst du doch. Hoffentlich ist es nicht im zerstörten Biom. Weil es mir so bekannt vorkommt. Hallo, ich bräuchte Benzin. Danke. Der müsste Bobbe sein. Warte mal, wer war denn da gewesen? War das Bobbe oder Jen? Einer von Bienen. Ja, genau. Das ist genau... Habe ich ja gut ausgesucht. Obwohl, haben wir ihn nie ausgesucht. Das wurde uns vor der Nase gesetzt. Ah, gut. Die Musik gerade. Alter, ich hab schon wieder voll shiny. Was da aus? Es ist... Okay, es ist erst 16 Uhr. Es ist 16 Uhr. I got just the thing for what's ailing you. Kannst du mal kurz zur Seite gehen? Ah, meine Arme sind nicht lang genug, scheiße. Here you go, friend. Ja, Freund. Sprich Freund und trete ein. Alter, was ist denn hier los? Alter, ist ja... Nicht, dass ihr gleich anfangt, du zu tanzen. Nimm ich. Ich bin ja lernfähig. Oh, das kommt mir auch bekannt vor. War das hier? Das kommt mir so bekannt vor, als ob wir hier letztes Mal auch waren. Sag mal. Erstmal gehen wir zum Händler. Zu den anderen Händlern. Ich kann es mitnehmen. Das ist, What do you want? Ich hab bloß geguckt, ob das, fest ist. Scheint so. Ich hatte nichts Übles vor. Ich wollte bloß, sparen technischerweise. Wie ist das so? Also. Wie ist ja. Schwierige Zeiten. Die habe ich schon, ne? Oh, habe ich die oder habe ich die? Ich glaube, die habe ich noch nicht. Aber ganz sicher bin ich mir nicht. Oh, die brauche ich. Haben wir nämlich nicht.
Habe ich ja die 9mm habe ich mit bei, aber die anderen nehme ich hoch. Oh, das nehme ich hoch. Ist gratis. Ja, gut, ist gelogen, ist nicht gratis, aber ist fast nie gratis. Alright. Alright. Aber der hat auch ein Muted. Wir sind hier im zerstörten Biom, wir kriegen Lane auf den Sack. Bin wahrscheinlich schneller zu Hause, als mir lieb ist. Well. Na, jetzt ist doch gut, übertreib doch nicht. Kleine Drama Queen. Sag mal, wo hat der denn. Was? Hä? Warum habe ich jetzt Schaden gekriegt? Der. Das ist ein sehr, sehr gefährliches Gelände, muss ich mal sagen, wa? Also. Vorsicht vor Gelände. Ender Gelände. Gut, okay. Wie spät haben wir das jetzt? 21 Uhr. Und genau zum Feierabend kommt eine Horde. Gut, Eckenschütze. Wie kotzt denn du? Da ist ein Skorpion. Ich mach die auf. Und schieß die ins Gesicht und mach mir dazu. Also ich versuche es. Bin gar nicht da. Versuche gerade Sachen zu finden, die ich brauchen kann für die Nacht. Ein bisschen Nahrung und so. Hey, nochmal eine Pfanne. Irgendwas ist da an der Tür. Irgendwas sagt mir das. Tabletten! 21 Uhr, der sitzt uns gleich vor der Tür. Also. Keine Panik. Ja, das machen wir nachher. Ich muss erstmal draußen Sachen clearen, dass ich. Ich glaube, ich habe mein Zuhause gefunden für die Nacht. Sicher ist sicher. Der wollte gerade kotzen. Konnte gerade noch so verhindern. Mit Alka-Seltzer. Warte mal, wenn ich den jetzt wegmache, lockt das doch bestimmt den Rest an. Und ich bin vor, hab ja vorgesorgt. Aggressiv. Daneben, Matrix-Style. Hast du nicht mit gerechnet, wa? Ich hab den Teil drauf. Der doofe Sieg muss ein bisschen Nacht hinkriegen. Daneben. Are you dead? Was ist denn da los? Krabbelgucke oder was? Haben die Ausgang? Das habe ich überhaupt nicht vermisst. Warum können die nicht unten? Ich hoffe, dass die in Alpha 20 unterschiedliche Stimmen haben. Ich brauche Abwechslung. Wer ist da? Soll ich dir helfen? Seien Sie nett, ich habe sie rausgelassen. So, was haben wir hier? Gut, dass ich an Nahrung gedacht habe. Gar nicht. Aber guck mal, was wir da haben. Ein Käffchen und Nahrung. Das fängt doch schon mal gut an. Aua, ich krieg Kopfschmerzen. Die Kopfhörer haben genau da oben auf den Pronöki gedrückt. Was ist, wo, was, wie, wo, warum? Es ist grün. Es ist grün und es ist gefährlich. Ja, scheint wohl doch nicht so gefährlich zu sein. Aber ich hab's freigelassen. Bin ja netter. Was, was, wo?
Ich weiß nicht, ob das so gut ist, hier rumzuballern. Nachts. Ich weiß es nicht. Hey, eine Butter. Ja, supi, das habe ich mir gewünscht. Ich wollte schon immer eine Butter haben. Lassen Sie mich hoch. Frauen und Carbines zuerst. So, na gut, die können jetzt hier hoch. Ha, ich bin vorbereitet. Das passt ja wie Arsch auf Eimer. Kann ich das auch aufwerten? Na, klar, geht das, aber... Dazu müsste es aber auch das Werk... das Material bei haben. Ich habe eine Narre-Pistole bei. Ja, bist du denn narrisch? Aber kein Holz. Hey, Munition! Na gut. Wenn ich mich hier ruhig verhalte, ich kann jetzt erstmal was essen und was trinken. Und wir sehen uns dann, wenn die Nacht vorbei ist, würde ich mal sagen. Wa? Also, bis gleich. So. Nacht überstanden. Keine Schwierigkeiten außer Sauwetter. Gut, jetzt ziehen wir mal runter. Wisst ihr was? Ich habe jetzt überlegt, ich will da drüber hin. Unbedingt da drüben. Weil da sind nämlich Kisten und wir wissen, dass da geiler Scheiß drin ist. Das will ich wenigstens noch machen. Die sind jetzt erst gestorben. Durch die Nacht. Und da ist blauer Loot. Schnauze, das ist meine, den hab ich mir verdient. Also ich habe ihn zwar nie getötet, aber... Tau. Das sind alle, die gestorben sind. Ich habe hier einige in der Nacht gesehen. Ein Helm. Einen richtig geilen Helm. Und eine Quality O. Junge, 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 Junge. Und ein Taschenmesser. Uff, Lilla. Und Munition. Das habe ich jetzt erst gesehen. Oder registriert. Nun gut. Gut, das hätte ich jetzt auch noch looten können. Und ich hätte das hier hinten looten können. Also vorne. Links, rechts, geradeaus. Wo bist du denn? Da. Du mach dich mal nicht kleiner, als du bist, Junge. Okay, bist doch nicht so groß, wie ich gedacht habe. So, na denn. Mal, würde ich mal sagen, wir gehen mal rein. Versuchen, alle rauszulocken und dann... Wie gesagt, da sind eh zwei Kisten. Kann ich die wenigstens schon aufmachen? Danke. Wollte schon mal im Voraus öffnen, die ganze Sache. Oh, die Munition wollte ich eigentlich aufgeben. Das ist nämlich die gute Munition. Hey, was ist mit dir los? Pling! So. Hey, noch mehr Schrauben. Und ich sehe jede Menge Papier. Was heißt jede Menge? Ich sehe Papier. Und das ist Stoff, ne? Das ist doch Stoff, oder? Drei Stoff. Für eine ganzen Rolle. Du willst mich verarschen, oder Spiel? Und eine ganz kleine Bisse. Da kriegst du ein paar Putze Stoff raus. Ich krieg eine Krise, Luise. Naja, gut, solange die Kisten bestückt sind, ist mir das eigentlich total Wuppe. Ich sprach von Wuppe. Naja, gut. Ich habe es irgendwie besser in Erinnerung. Ich weiß nicht wieso. Was wie jetzt? Steht doch ja kein Name drauf. Aber ich hab eine Ratsche. Bin Nucky Luke. Man kennt es. Lucky Luke, wollte ich sagen, aber so weit bin ich nie gekommen. Na gut. Okay. Ja, gut. Wir sind hier im zerstörten Biom. Wo ist der geile Scheiß? Wenn ich hier in einer Quest annehme, müsste ja eigentlich trotzdem geiler Scheiß sein, wa?
Ja, ja. Papier. Nüscht. Und da steh ich. Wo ich das machen könnte. Aber dann wäre nicht mehr lootbar. Moment mal. Kommen Sie mal bitte raus. Da meine Trefferquote ist aber auch 3000, Villa. Ein Speckihemd. Yay. Genau das haben wir gesucht. Ein verdammtes Speckihemd. Okay, das nehme ich dankend an. Ist hier noch irgendwas drauf gewesen? Es ist ja Parkour. Parkour ist ja meistens nicht umsonst da. Es ist für die Nahrung. Das wollte ich euch zeigen. Leck mich doch. Gut, ich habe ja gesagt, eventuell ist hier guter Loot. Das noch mal funktioniert? Ja, ja, ja. Bin hier. Sie haben angefangen. Ich kann nichts ab. Jetzt hänge ich hier fest, weil ich nicht springen kann, oder was? Jetzt schon. Aha, da ist ein Grüner. Hallo, Grüner. Ich sehe Sie. Was grün ist, muss sterben. Also er hier. Warum sind hier so wenig Skorpione? So nebenbei. Das macht mir dann doch ein bisschen Sorge. Dass die konzentriert ankommen. Ich mag es nicht, wenn die konzentriert kommen. Ich mag es lieber, wenn sie unkonzentriert sind. Das reicht mir schon. In die Tanke. Moment mal. Wo ist denn jetzt Phasmophobia? Gut, okay. Seien Sie stark. Seien Sie vorbereitet. Auf alles. Auf alle Eventualitäten. Boah, ich glaube, ich brauche 5 Sekunden Pause. Ja, aber oh. Er ist grün. Er ist dumm, aber schnell. Haben Sie gesehen? Es hat vollkommen gereicht. Dreimal auf den Kopis. Dreimal? Ruhe da! Muss gucken. Gibt's nichts zum Gucken? Moment mal. Gut, dahinter ist eine Wand. Und zwar die Außenwand. Da gibt es nicht viel zu gucken. Was, mehr ist hier nicht? Ist ja mal armselig. Bauzi! Bist denn da? Komm mal gleich. Ist herrenlos. Nee, nee, hat mal gut Sinn. Na, ist ja toll. Hey, aber ich hab schon wieder ein Fass. Ob ich das aufmache, das Fass? Und dann los, Mensch. Das ist ja ein schöner Rambazamba. Das ist eine Falle, das weiß ich. Das hatten wir doch schon. Konzentriert. Unkonzentriert. Aber trotzdem tot. Kann es sein, dass du ein bisschen dumm bist? Gut, aber er ist schnell.
Mann, ist der schnell. Holy moly. Verdammt. Ach so. Schneller. Schneller. War schnell genug. Hat gereicht. Achso, ihr seht den. Hallo, da bin ich wieder. Bin dumm. Hab vergessen, die Kamera wieder anzuschalten. Halb so wild. Alles gut. Da kriegt einen geilen Bogen. Ja, wie nice ist denn das? Na gut, aber die ist besser. Alle besser. Hier war ja nichts, außer die Zombies. Er hat's gemacht. Und fällt gleich nochmal wieder rein. Darauf falle ich jetzt nicht mehr rein. Gut, okay. Jetzt okay. Nee, warte mal. Jetzt ist gleich okay. Also noch weiter kann ich es dir nicht aufmachen, Junge. Hallo. Kann man aufmachen und wieder zumachen. Das ist der Vorteil einer Tür. Die ist nicht zu unterschätzen. Was ist denn hier los? Es ist eine Wanderhorde. Hatten wir ja noch nie. Oh, es scheint schon mal keine Kleine zu sein. Ich bin bereit. Lasst uns fighten. Links, rechts, geradeaus. Er schreit, wird erschossen. Das war keine Lüge. Frische, der ist frisch. Was? Ich brauche wirklich eine Pause. Der erfrischende Geruch wollte ich gerade sagen, aber ich merke gerade, da ist ein bisschen Moos. Da. So nicht, mein Freund. So nicht. Gut, du hast mich angegriffen. Du bist nicht mein Freund. Ein Vogel ist das. Skorpio. Ich muss weg. Achso. Ich hab gedacht, er steht neben mir. Jetzt stehe ich aber neben mir. Was ist denn der? Der müsste da drinnen sein, oder? Dann liege ich hier und dann warte ich da oben. Oh. Gut, könnte ein bisschen, könnte problematisch werden mit da oben. Der dauert. Oh, jetzt habe ich denen geholfen. Das müsste ja schneller gehen, oder? Ich kümmere mich erstmal um den. Das ist mir zu bunt. Das dauert mir verdammt nochmal zu lange. Aber ich will schon darin. Ich weiß nicht, ob ich das bereuen werde. So wie es aussehen tut erstmal nicht. Hallo. Ich bin Kundschaft. So sieht Kundschaft aus. Sie sind schon lange tot. Sie wissen es schon nicht mehr, aber... Ja, das ist ja mal ein Lokus. Hokus Pokus. Ab in den Lokus. Ich höre den immer noch. Was ist denn der? Ha. Naja. Versuche gerade. Ah, riecht. Nee, das ist verkehrt.
rauszufinden, wo du bist. Du bist wahrscheinlich hier um die Ecke. Jedenfalls hört es sich so an. Mach ich auch. Was willst du denn? Ich bin vergiftet. Wo bist du denn? Ach, sie ist schon wieder sehr klein. Gut, dann werde ich mir mal mein Jägengift rinzwitschern. Und ich weiß, wo das ist. Ach, da ist er. Ich habe so ja drei mit. Ich bin richtig vorbereitet. Kommen Sie mal mit. Was haben Sie denn da gemacht? Das versuchen wir nochmal. Und wenn nicht, ich habe auch noch einen Block. Mein Block, dein Block, unser Block. Blocken wir das mal. Doppelter Rückbogen. Ach nee, das Sprengladung dafür extra. Also, jetzt ist irgendwas drin. Irgendwas richtig geiles. Spüret. Jetzt muss was geil drin sein. Wie in Dietrich gekostet, hallo? Und? Es ist eine Pause. Es ist ein Lappen. Das ist bestimmt der Putzlappen. Man kennt ja einen Werkzeugkoffer. Erstmal ein Putzlappen. Ich könnte das auseinanderschrauben. Ich habe ja eine Ratsche mit bei. Wattenfall. Nein, bleib hier. Nein! Ja, da müssen wir jetzt nochmal. Es geht nicht anders. Ich folge dir, Loot. Wo immerhin du willst. Ich hab dich gerettet. Ja, nächster. Ich habe so das Bedürfnis, doch schon meine Pause jetzt zu machen. Gut, was ist denn hier noch? Hier müsste ja eigentlich was versteckt sein, aber ich sehe das versteckt nicht. Da ist was kaputt gegangen. Ich warte nicht. Hallo? Hallo? Bitte aber nicht aggressiv werden, ja? Ich hab's mit dem Rücken. Ich weiß doch, dass die um die EPs kommen, die sind doch da drinnen. War immer so gewesen. Bitte lassen Sie mir das noch looten, ja? Danke. Ja, lieben Sie, Wurzel, ich hüpfe mal. Ich bin ein Hüpfer, bin ich. Ganz junger Hüpfer. Sie haben es nicht geschickt. Das ist nicht mein Problem. Hallo, Sie? Hallo, Sie? Den da oben habe ich gar nicht gesehen. Jetzt brauche ich wirklich eine Pause. Zweifel an mein Können. Aber die sind alle dumm und nehmen denselben wie ich. Mr. Voluminös, Sie müssten da mal ganz kurz rum. Ich gehe mal kurz runter, weil ich Angst habe, dass er mir die Karre zerkloppen tut und dann Arsch. Und das ist eine Befürchtung, die Kasse. Wo ist denn der? Hm? Spidey? Spider-Man? Spider-Man! Da ist ein Grüner drin! Rententen! Ich weiß nicht, was passiert ist. Gut, open wir mal ditte. Dann nehmen wir die Kiste und die Tasche. Das hat sich ja richtig gelohnt, wa? Oh, gut, ich könnte jetzt quasi... Moment mal. Doch nicht? Nee, war da, als ob da immer ein Tresor war oder so. Ich will mein Tresor. Wo ist der Tresor? Wo ist der Tresor? Mischen Tresor? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ich weiß, dass er da ist.
bestimmt dahinter. Na gut, Leute, passt auf. Ich mache jetzt erstmal hier eine Pause. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Selbe Stelle, selbe Welle. Und ja, dann gucken wir mal hier weiter, was hier so Farse ist. Ja, ich wollte gerade da hoch, aber das wird so nicht funktionieren. Ach, wisst ihr was? Ich muss da nicht hoch. War denn sie? Keine Ahnung. Na gut, Leute, ich bin raus. Tschüss.